Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Dream Land 3. Die ersten vier Levels haben wir glamourös gemeistert. Jetzt geht's weiter mit dem fünften Level. Immer noch im Grassland unterwegs. Aber das haben wir ja bald geschafft. So, insgesamt gibt's 24 Level. Eine Welt hat 6 Level. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Welten es gibt. 6, 12, 18, ja. Gut. Ja, das war auch eine schöne Fähigkeit. Wenn man mehrere Blöcke eingesogen hat, dann ist auch der Schuss, der dann vollzogen wird, größer. So, zack. Und wieder Sterne sammeln. Ein Stern fehlt uns noch, dann bekommen wir wieder ein Bonusleben. Okay. Gut. So, dann haben wir hier zwei Durchgänge. Den Fisch den Fisch brauchen wir. Denn im Cover war ja schon zu sehen ein Fisch. Und wir können jetzt mit dem Fisch und dem Boomerang können wir Hadoken schießen. So. Hätte ich ja gesagt, falsches Spiel, aber müssen die Entwickler wissen. So, zack, zack. 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 So. Und mit dem Fisch müssen wir auch durchkommen. Denn dann fühlt sich der andere Fisch nicht mehr so allein. Und wir kriegen den Stern. Ja, das war's mit der Fähigkeit. Adieu. Übrigens, das ist das erste Kirby, das man auch zu zweit spielen kann. Denn mit A kann man einen Gefährten rufen, der zweite Spieler steuern kann. Oh Mann. Ah ja. So. Gut, aber wir leben noch. Das ist viel wert. Und wir haben es geschafft. Das heißt, Fisch. Hallo. Fisch und Fisch. So, eingesammelt. Und das war dieses Level. So. Ah, eine Maxi-Tomate. Aber ist gut, ist gut. Wir haben ja sowieso schon 13 Leben. Das ist mehr als genug. Oh, Happy Clown. Mm. Was war bei ihm? Halt, nicht die Fähigkeit. Ich möchte den Typen loswerden. So. Weil die Stachelfähigkeit ist eigentlich am idealsten, da es ein Schutzschild bildet. Tja, während Kirby fliegt, kann er es allerdings nicht einsetzen. Darum. Zack. So. Sternemäßig füllt sich das Ganze hier auch wieder. Ach, der Clown. Was war denn beim Clown? Ach, ich weiß wieder. Hier gibt es drei Formen zu holen, die wir für den Clown brauchen. So, zack, erstmal die Spinne hier besiegen. So. So. Gut. Dann mal durchgucken. Hier haben wir ein Extra-Leben. Das ist keine Form. So. Ah, durch die Sterne kriegen wir jetzt auch wieder ein Bonus-Leben.
Das ist sehr schön. So, hier ist das erste. Das war ein grünes Dreieck. Hier haben wir Medizin. So, dann gehen wir... Bleiben wir hier erstmal. So. Na, komm schon. Spring, spring. So, zack, zack. So. Die zweite Form, ein blaues Rechteck. Und die dritte Form, ein gelber Kreis. Und ihr habt's gehört, wir haben die Aufgabe bewältigt. So, jetzt wieder hier hochflattern. Was ist ganz oben? Ein Stern. So. Gut. Nächster Abschnitt. Bogenschütze. Besenheinis, Spinne. Noch mehr. Spinne von oben. So. Zack. Hier gibt es wieder Partner. Hamster und Eule. Ich nehme den Hamster mit. Ah, so können wir Dorn schießen. Okay. Gut. Zack, zack. Zack. Okay. Ja, von oben können wir auch treffen. Okay. Also von unten nach oben. So, hier haben wir noch einen Stern. Und der erste Stern ist vollständig. So. Aha. So, zack, zack. So. So. Und Sterne einsammeln. Immer schön Sterne einsammeln. Zack. So. Bislang noch kein Lebensverlust. Könnte aber durchaus bald passieren, wenn ich mich weiter so anstelle. Aber was soll's. So. Gut, dann muss ich hier wohl alleine weiter. Wir haben aber ein extra Leben gekriegt. So, zack. So. Wunderbar. So. Gut. Hier haben wir noch. Genau. Und der dritte Stern ist vollständig. Haben wir schon wieder die Hälfte geschafft. So. Zack, zack. Zack. So, und zack. Gut. Jawohl. Er kann wieder jonglieren. Und wir kriegen den Stern. Sehr schön. Was kriegen wir? Das Extra-Leben! Hurra! Gut, das heißt, wir haben alle Personen glücklich gemacht und können nun
zum Boss der Welt. Wir hätten auch so zum Boss gekonnt, aber... So. So. Ah, da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn schon. So. Und die Herzen der Menschen, beziehungsweise die Sterne der Menschen vereinen sich. Und vertreiben die dunkle Materie. Sehr schön. So, und der Warpstern. Hurra! So, Level 1 haben wir komplett gemeistert. Level 2. Ripple Field. Jetzt streiten die sich. Alles klar. Jawohl. Und das gleiche Prozedere. Hier wie im ersten Level. Die Blumen müssen verschont bleiben. Ich glaube, die Missionen wiederholen sich. Also von daher kann man immer schön abschätzen, was zu tun ist. Hoffe ich zumindest. Weil wenn nicht, dann müsste ich selber erstmal wieder spielen, damit ich herausfinde, was zu tun ist. Aber noch ist es ja glasklar. So. Wen haben wir hier? Hamster und Vogel. Ich nehme den Hamster. Obwohl, Vogel wäre hier schlauer gewesen. Aber naja. So, keine Sterne. So. Bislang auch noch keine Blume. So, was haben wir hier? Hier geht's rein. Ach nee, anders. Nee, Fähigkeit weg. Hamster mal kurz weg. Nee. Ach. Ach, wie macht man das? Ah, Mist, Mist, Mist. Ein Besen? Nee, Quatsch. Ach, Kinders. Aber ich glaube, mit dem Stein könnte es was werden. Die Mission ist jetzt nämlich ein bisschen anders. Wir müssen die eine Blume, die da oben ist, zum Blühen bringen. Das schaffen wir gar nicht. Nee. Ah, was brauchen wir dazu? So. Brauchen wir vielleicht doch den Vogel? Kann durchaus sein. Ah, können wir überhaupt zurück? Nee. Dann exiten wir mal und machen das Level neu. Diesmal mit dem Vogel. Diesmal mit dem Vogel. Diesmal mit dem Vogel.
Hey, ich glaube, das war auch so, dass man den Vogel braucht. Sicher bin ich mir zwar nicht, aber ist ja wurscht. Irgendwie muss es ja gehen. So. Zack. Leben. Ich wollte gerade sagen Level up, aber wäre ein bisschen falsch gewesen, glaube ich. So, Vogel. So. So. Was ergibt. Okay. Ist es sogar die Fähigkeit, die wir brauchen? Kann durchaus sein. Na dann, hier runter. Jawohl. Nein! Ach, verdammt. Können wir noch mal rein? Ach, Mist. Also, wir wissen zumindest, wie es jetzt gemacht wird. So. Wir brauchen die beiden. So, jetzt noch ein Versuch. Ja, sobald eine Blume platt gedrückt ist, zählt das schon nicht mehr. Eieiei. Hier macht man was mit, Freunde. Hier macht man was mit. So, zack. Und zack. Ich sagte zack. So. Vergiss es, Hamster. Heute nicht. So, zack, zack, zack. Zack. So, dann hier freimachen. Hier freimachen. So, jetzt nochmal. Und zwar, wenn möglich, erst die Sterne einsammeln. So, jetzt haben wir die Blume. Jetzt nicht mehr darüber treten. Und dann sind alle happy. So, am besser wäre es, wenn wir die Fähigkeit behalten würden. Also nicht so häufig treffen lassen. So, hier das nächste. So. Okay, das war zu weit. So. Nein. Genau. Gut. Autsch. So, und hier nochmal. So. Und zack. Ganz genau. So wird's gemacht. Oh, wunderbar. Jetzt hier durch, bitte. Kriege ich irgendwas? Maxi-Tomate oder so? Ja, wovon träume ich denn nachts? Jawohl! Unser erster Tod. Aber die Blumen bleiben, glaube ich, gespeichert. Und ich hoffe, dass jetzt auch keine mehr kommen werden.
So, zack. Gut. Zack, 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 zack. So. Was haben wir denn hier noch? Oder was? Erstmal da oben. Hier ist noch ein Stern. Und Medizin. Ha, 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 ha. Ich lach mir ins Fäustchen. So. Und hoch. So. Zack. Hehe. Zack. So. Gut, ist sich ja gut ausgegangen. So, dann. Na, komm schon. Gut. Autsch. So. Oh. Gut, dann haben wir es geschafft. So, bitte. Jawohl. Das war ja jetzt was. So. Okay, ein Stern. Also ein Teil eines Sterns. So, und auch das Level wäre beendet. Ui. Ja, Freunde, im nächsten Part werden wir dann das zweite Level von Ripplefields bestreiten und auch dort wieder die Mission vollführen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part. Ciao, ciao!